Mit dem dritten Engagementbericht werfen wir ein Schlaglicht auf die Zukunft des Engagements in Deutschland. Über 170 Seiten voller Analysen und Empfehlungen rund um das Thema junges Engagement im digitalen Zeitalter. Der Bericht zeigt, wie vielfältig das digitale Engagement schon jetzt ist. Ob über Wissensportale, beim Vernetzen von Nachbarschaften oder beim Spenden, digitales Engagement hat viele Gesichter. Es ersetzt dabei nicht traditionelle Formen des Engagements, sondern ergänzt sie. Aber es steckt auch noch viel mehr Potenzial in digitalen Methoden wie neue Möglichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit oder die Nachwuchsgewinnung. Dieses Potenzial wollen wir noch stärker heben. Das ist auch ein Schwerpunkt der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die wir gegründet haben. Was das junge Engagement betrifft, sehen wir, dass rund 2/3 der jungen Menschen in Deutschland sich bereits engagieren. Und das zum Großteil auch in Vereinen. Über 40% nutzen dabei auch oder sogar vollständig digitale Medien. Online ist es möglich, sich flexibler zu engagieren, sich also auch unabhängig von Ort und Zeit für Themen einzubringen, die einem wichtig sind. Die Themen des dritten Engagementberichts erweisen sich in der aktuellen Corona-Situation als besonders relevant. Denn gerade jetzt zeigt sich umso deutlicher, wie wichtig das freiwillige Engagement ist und wie die digitalen Möglichkeiten es erleichtern, teilweise überhaupt ermöglichen. Wir wollen deshalb die Rahmenbedingungen für Engagierte weiter verbessern. Zum Beispiel, indem wir digitales und nicht digitales Engagement verbinden und indem wir das Engagement noch stärker würdigen. Denn freiwilliges Engagement macht unser Land stärker. Darum wollen wir diejenigen stärken, die dabei mitmachen und einfach auch vielmals Danke sagen.